Jojojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei G-Sword zu einem weiteren GTA 5 Online-Video. Und zwar wollte ich euch hier in diesem Video nochmal zeigen, der funktioniert immer noch, der K2RAC Bandito Merch Glitch. Das heißt, ich kann mir hier jede x-beliebige Felge auf den RC Bandito glitchen, auch mit dem jeweiligen Kennzeichen. Dazu müsst ihr oder solltet ihr, warum bin ich hier noch in einer Einladungssitzung? Geh mal kurz Editor und dann hören wir uns gleich wieder, sobald wir in der öffentlichen Sitzung angekommen sind. Das wird hier wirklich nur in der öffentlichen Sitzung funktionieren. So, mittlerweile in einer öffentlichen Sitzung angekommen. Hier ist fast voll, ihr seht das. Desto voller, desto besser. Werde ich euch hier jetzt das weiter zeigen. Ich habe da eben echt nicht drauf geachtet, dass es trotzdem noch eine Einladungssitzung war, obwohl ich drauf gegangen bin, eine neue Sitzung finden. Dafür steigt ihr in das Spenderfahrzeug ein, was ihr auf eurem RC Bandito modden möchtet. Das einer, den habe ich hier auch mal online geholt. Mit meinem eigenen G-Sword YouTube Yankton Kennzeichen. Steigt das Spenderfahrzeug hier ein, drückt Steuerkreuz nach rechts, um in den Modshop zu fahren. Drückt einmal Kreis und geht hier auf Fahrzeug verlassen. Macht ihr hier Ego-Perspektive, stellt euch hier so ungefähr dran an den RAC Bandito. Und jetzt werden wir hier wieder den SMS-Pausetrick machen. Rufen hier entweder Simeon, Ron, wo ist der? Gerald oder Martin an. Ich mache es hier wieder mit Simeon. Fordern uns da kurz einen Job an. Das solltet ihr wirklich auch machen. Wenn ihr das nicht macht und irgendwie jetzt einen Job auswählt von Simeon oder Martin aus der Liste und solltet ihr bei dem SMS-Pausetrick failen, werdet ihr nach draußen gezogen und spawnt dann irgendwo auf der Map, sodass ihr jedes Mal zur Arena zurückfahren, laufen müsst. So. Drücken, fordern hier jetzt den Job an, bestätigen das hier mit X. Warten, bis die SMS kommt. Genau so, wir öffnen unser Handy, gehen hier auf die Jobliste, drücken hier nochmal X, um hier die SMS so weit zu öffnen. Jetzt machen wir wieder dasselbe. Option gedrückt halten. Kurz nachdem wir Option losgelassen haben, drücken wir sofort X, sodass wir im Hintergrund ein Klicken hören und trotzdem das Pausenmenü sich geöffnet hat. So, ich mache das hier jetzt gerade. Option loslassen, X, genau so. Ihr habt das gehört, das hat auch geklickt. Geht hier jetzt auf Online Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Missionen, ein Job für einen Titan, tut das starten. Ich hoffe, es klappt direkt first try. So, drücken hier jetzt einmal Kreis. Und während wir hier drin sind, drücken wir schon Steuerkreuz wie ein Verrückter, spammen wir das Steuerkreuz nach rechts, so schnell wir können. So, tak, 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 tak.
und wir spammen Steuerkreuz nach rechts immer weiter, während wir diese Meldung hier mit X annehmen werden. So, ich mache das hier jetzt gerade. Okay, es hat nicht geklappt. Das ist so einer von den Glitches, die nicht mehr direkt funktionieren. Hier nochmal kurz jeden. Öffnen nochmal kurz das Menü. Mit Steuerkreuz rechts, Kreis, wieder Fahrzeug verlassen. Machen jetzt wieder dasselbe. Diesmal brauchten wir jetzt nicht nochmal Jared oder einer von den anderen anzurufen oder Simeon oder Martin. Können das direkt hier so auswählen, machen das direkt wieder, SMS-Pause-Trick. Wieder online. Gucken, ob es jetzt klappt. Job für einen Titan. Oder ich habe es meistens immer so gemacht, nachdem ich die schwarze Meldung bestätigt habe, sofort direkt angefangen, also nach, wir drücken hier jetzt Kreis, nachdem ich diese schwarze Meldung mit Kreis angenommen habe, fange ich sofort, nachdem ich X gedrückt habe, ganz kurz danach, Steuerkreuz nach rechts zu drücken. So, und das werden wir jetzt auch mal so rumprobieren, weil so hat es am meisten bei mir immer direkt funktioniert. Mal gucken, so, annehmen, spammen, 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 spammen. Nein. Sollten uns auch mal ein bisschen dichter dran stellen, das hilft manchmal. So, machen noch mal kurz hier das Menü auf, steigen noch mal kurz ein. Das ist somit eine von den nervigsten Glitchen überhaupt. Fahrzeug verlassen wieder. Ihr müsst das jedes Mal, wenn ihr gefehlt habt, immer wieder da einsteigen, kurz das Menü aufmachen, dann wieder Fahrzeug verlassen, dann stellt ihr euch wieder hier so dran. So, so sollte es jetzt eigentlich klappen. So, wieder dasselbe. Gehen hier wieder auf Simeon. So, jetzt wieder dasselbe. SMS-Pause-Trick. Jobs. Job spielen. Von Rockstar erstellt. Missionen. Ein Job für einen Titan. So, machen das wieder dasselbe, drück einmal Kreis, fangen jetzt schon mal an, Steuerkreuz nach rechts zu spammen, so schnell wie wir können, und nehmen währenddessen mit X diese Meldung hier jetzt an, ob wir den Job verlassen wollen. Kann auch sein, dass ich da jetzt immer den X ein bisschen zu spät gedrückt habe. Lassen wir das Menü auf. Fahrzeug verlassen. So, das Ganze nochmal. Wieder auf Simeon. SMS-Pause-Trick. Job für einen Titan kurz starten. So dass wir in den Job-Einstellungen wieder drin sind. So, ich werde das diesmal mit dem Zeigefinger machen. Steuerkreuz nach rechts spammen. So, mach das jetzt so. Verlassen. Nein, es hat nicht geklappt. Okay, ich werde das hier zu lange probieren, bis ich es geschafft habe. We'll be right back.
Ihr habt das gesehen. Ich habe es nach 50 Jahren geschafft. Hier sind die Felgen drauf. Um das jetzt abzuspeichern, drückt ihr Steuerkreuz nach rechts. Ich werde das jetzt nicht abspeichern. Drückt ihr tut ihr irgendwas ändern. Hier zum Beispiel an der Karosserie oder sowas. Ihr müsst hier wirklich dann was ändern, damit das hier auch mit diesen Felgen abspeichert. So, aber ich werde das hier nicht abspeichern, deswegen gehe ich hier, drücke ich hier wieder Kreis, Werkstatt verlassen. Ihr seht das hier 1:1, die einen dieselben Felgen. Und ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr das nicht abspeichert, wenn ihr das am RC Bandito nicht gerade irgendwas anderes auswählt und wechselt, was dann passiert. Gehen wir einmal kurz nach draußen, werde ich euch das zeigen, weil ich behalte mir lieber die F1 Felgen da drauf. Gehen direkt wieder rein. Nachdem ich diese schwarze Meldung eben angenommen habe, ob ich den Job verlassen will, habe ich ein bisschen gewartet. Ich habe nicht direkt danach angefangen, nach rechts zu spammen, sondern ein bisschen gewartet. Nicht direkt angefangen, nach Steuerkreuz nach rechts zu spammen, sondern ein klein bisschen gewartet. Und habt ihr gesehen, das hat funktioniert. Und jetzt hat er wieder hier die anderen Felgen drauf, die F1 Felgen, die ich auch behalten will. Könnt ihr auch hier jetzt mal gerade gucken, wo ist er? Hier, der Kuruma. Den wir vorhin zusammen gemacht haben. Wenn ihr euren RC Bandito noch nicht gemoddet haben solltet, dann macht den Glitch noch. Wer weiß, wie lange der noch funktioniert. Nicht, dass jetzt Rockstar kommende Woche tatsächlich hingeht und diese beiden Merch-Glitches, also Kato RC Bandito und RC Bandito 2K, wenn ihr Merch-Glitch patchen wird, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall macht es noch so lange, wie er geht. Mehr gibt es hier bei diesem Video nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.